David, Madlena, erstes Spiel nach zwei intensiven Trainingswochen. Was ist dein Resümee vom Spiel heute? Ich glaube, wir sind gut ins Spiel gestartet. Die Jungs haben fürs gehörig Lauf verloren, glaube ich. Dann hat man nachher im zweiten Drittel schon gemerkt, dass wir nur drei Linien hatten. Wir sind ein bisschen auf die Substanz gegangen, da haben sie ein bisschen Oberhand gekriegt. Aber ich glaube, am Schluss sind wir wieder zurückgekommen. Wir haben uns da nicht einschüchtern lassen. Und ich glaube, dass wir im dritten Drittel das solide Arbeit gespielt haben. Was würdest du sagen? Ich meine, es sind viele neue Spieler, man findet sich noch als Team. Wie funktioniert es bisher nach zwei Wochen auf dem Eis? Ich muss sagen, überraschend gut. Man hat gut gesehen, was wir spielen wollen. Die Jungs haben es probiert zum Umsetzen, haben gute Chancen kreieren können durch das. Selber in der Saison, glaube ich, haben wir einen guten Job gemacht. Natürlich am Schluss, im zweiten Drittel, sind wir noch ein bisschen reingesteckt, da waren aber alle schon müde. Und das werden wir uns dann noch anschauen, wo wir vielleicht noch bessere Entscheidungen machen können. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sieht man schon ein bisschen die Idee, was wir haben und wo wir spielen wollen. Und ich glaube, sie haben es echt gut umgesetzt, der Will. Ja. Du hast gerade schon angesprochen, du als Goalie, wie zufrieden bist du bisher mit deinen Verteidigern, mit deinen Vorderleuten? Ich meine, es sind schon viele neue Paarungen, die haben letztes Jahr jetzt nicht so zusammen gespielt. Was funktioniert schon und was eher nicht so? Also ich muss sagen, es hat eigentlich heute so ziemlich alles funktioniert, finde ich. Natürlich haben sie ein paar Chancen gehabt, aber das ist normal Anfang Saison beim ersten Spiel. Und vieles ist halt auch durch das rausgekommen, dass wir die Schieber nicht rausgebracht haben, da waren alle schon ein bisschen müde. Aber sonst, glaube ich, hat man gut gesehen, dass sie der Schläger schön an der Schieber haben, dass man probiert immer gleich an der Bande fertig machen, dass sie nicht anfangen säkeln können in unserem Drittel. Und das nimmt natürlich auch viel weg, oder dass wir immer gleich rauskommen. Und das hilft mir natürlich auch. Umso weniger Schieber bei mir in der Zone ist, umso weniger Arbeit an ich. Aber ja, ich glaube, sie haben wirklich einen guten Job gemacht heute. Wenn man jetzt aufs nächste Spiel schaut, am Dienstag kann die GCK Lions aus der zweiten Schweizer Liga. Was erwartest du für eine Partie im Gegensatz zu den Tower Stars heute? Ich glaube, dass es sehr schnell sie wird. Die haben eher eine junge Mannschaft und die Schweizer sind sowieso dafür bekannt, dass sie gute Eisläufer sind. Da müssen wir halt aufpassen auf das, weil die Jungen, die hören nicht auf, die rennen 60 Minuten Vollgas, die wollen sich beweisen, die wollen sorgen, dass sie aufkommen können zu der ZSC und auf das müssen wir uns natürlich einstellen, dass es eine sehr schnelle Partie wird, vielleicht nicht ganz so körperbetont wie heute, aber dafür eben viel mehr Speed drin. Perfekt, vielen Dank. Danke.